Ob Autobauer, Kaffeeröster, Softwarehersteller oder Shampoo-Industrie, praktisch alle großen Firmen und vor allem Marken sind mittlerweile in Facebook vertreten. Sie haben eigene Fanseiten, präsentieren ihre Produkte und wollen mit den Kunden in Kontakt treten. Auch so mancher Star füttert seine Fans online, mit Fotos aus der Jugend zum Beispiel. Ja, Kontakt zu Kunden oder auch Fans aufzubauen, nirgendwo scheint das einfacher zu sein als in sozialen Netzwerken, allen voran natürlich in Facebook. Zum einen, weil sich immer mehr Menschen eben in sozialen Netzwerken aufhalten und es ist immer klug, die Leute da abzuholen, wo sie sind. Auch die Aktuelle Stunde hat ja mittlerweile eine Facebook-Seite, sie können hier mit uns in Kontakt treten. Zum anderen aber auch, weil es eben wirklich einfach ist, über soziale Netzwerke Kontakt herzustellen und auch Kontakt zu halten. Am besten macht das die Firma Starbucks, die erfolgreichste Facebook-Seite überhaupt. Fast 20 Millionen Fans weltweit, die regelmäßig hier vorbeischauen. Was kann man hier machen? Man kann zum Beispiel Fotos sehen von Kunden, die sich mit ihrer Tasse Kaffee fotografieren oder einfach nur ihre Lieblingsgetränke fotografieren. Man kann sich über Kaffee informieren. Man kann rausfinden, welche Aktionen es in den einzelnen Filialen gibt oder auch Giftcards kaufen. Das sind dann Karten, mit denen man Kaffee bezahlen kann und diese Giftcards zum Beispiel Freunden schenken kann. Der Aufwand ist denkbar klein, die Firmen bekommen aber eine Menge, nämlich Aufmerksamkeit und, wenn sie es richtig gut anstellen, auch sowas wie Marktforschung, denn die Leute sagen in diesen Facebook-Foren ja genau, was sie denken, was sie mögen und was sie nicht mögen. Klar, die Unternehmen machen auch Werbung für ihre Produkte, aber auch die Besucher profitieren. Sie können sich zum Beispiel informieren, auch Fragen stellen. Zum anderen liefern die Besucher aber auch wichtige Infos zurück. Was gefällt ihnen, was gefällt ihnen nicht? Durch den Dialog lassen sich die Produkte und Dienstleistungen verbessern. Längst machen nicht nur große Firmen mit, von denen sind schon viele lange dabei. Auch kleine Anbieter erkennen allmählich die Vorteile und sind in den sozialen Netzwerken präsent. Das Neandertal-Museum zum Beispiel oder kleine Bars, Cafés oder Konzerthäuser, selbst komplette Städte. Als Besucher oder Bürger weiß man dann immer, was los ist. Ja, soziale Netzwerke wie Facebook sind also längst mehr als reine Plauderbuden. Man kann sich auch ziemlich gut informieren, wenn man denn möchte. Und die Firmen, die wollen oft nicht nur werben, sie wollen im Idealfall auch ein paar Daten einsammeln. Das kann einen nicht wirklich überraschen, da ist Facebook ja auch wirklich gut geeignet. Und deswegen sollte man ein bisschen aufpassen. Wenn man nur auf so einer Profilseite von einer Firma landet, ist das noch vollkommen unbedenklich. Selbst wenn man ein Freund der Firma, der Firmenwebseite wird, verrät man keinerlei Daten über sich. Anders sieht es aus, wenn auf der Firmenwebseite dann eine Application, eine Anwendung gestartet wird. Und das kann dann beim ersten Mal so aussehen, die Application, die warnt und sagt genau, welche Daten denn da dann transportiert werden. Die E-Mail-Adresse zum Beispiel oder auch Profildaten können dann an die Firma übertragen werden. Und deswegen sollte man immer dann, wenn so eine Application gestartet wird, genau überlegen, ob man das wirklich möchte oder lieber lassen will. Deshalb Vorsicht, wenn eine Anwendung installiert wird und diese App Zugang zu Ihren Daten haben möchte. Prüfen Sie ganz genau, welche Daten da abgefragt werden und überlegen Sie, ob Sie das auch wollen. Einmal genehmigt, kann sich die App die Daten jederzeit holen. Wenn keine solche Warnung erscheint, brauchen Sie beim Besuch auch keine Bedenken zu haben. Sie können Anwendungen aber auch wieder aus Ihrem Profil löschen und Ihnen auf diese Weise wenigstens ab dann den Zugang zu Ihren Daten verbieten. Dazu in den Sicherheitseinstellungen nach den installierten und benutzten Anwendungen suchen und dort alle Anwendungen entfernen, von denen Sie gar nicht genau wissen, warum Sie da überhaupt stehen. Ja, wenn Sie mehr über dieses, wie ich finde, spannende Thema wissen wollen, dann kommen Sie am besten auf unserer AKS-Homepage vorbei. Wie immer unter der bekannten Adresse unter www.aktuellestunde.de. Ein Podcast von WDR.de. Unter der Internetadresse podcast.wdr.de gibt es die vollständige Podcastliste und die Nutzungsbedingungen.